Ein herzliches Grüß Gott zu unserer Reihe Fasten und Beten. Heute lautet unser Thema 5 effektive Hilfen beim Abnehmen. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass heute bereits über 50% der Österreicherinnen und Österreicher Übergewicht haben? Viele nehmen sich daher zum Jahreswechsel oder in der Fastenzeit vor, an Gewicht zu verlieren und abzunehmen. Und wenn Sie heute dieses Thema interessiert, dann ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Der erste und allerwichtigste Hinweis zum Abnehmen ist dieser, dass man unbedingt eine längere Essenspause einhalten muss, wenn man abnehmen möchte. Denn wenn man keine längere Essenspause einlegt, dann erfolgt keine Fettverbrennung. Und beim Intervallfasten hat man eine längere Essenspause und daher ist das Intervallfasten auch so effektiv. Und bitte nehmen Sie keinen Snack zwischen den Mahlzeiten, denn das unterbricht die Fettverbrennung. Und in diesem Zusammenhang lautet mein zweiter wichtiger Hinweis: Essen Sie nicht zwischendurch. Snacken Sie nicht zwischen den Hauptmahlzeiten. Wer abnehmen möchte, der kann auf diese kalorienreichen Snacks verzichten. Und bitte nehmen Sie am Abend beim Fernsehen kein Salzgebäck, keine Chips, keine Süßigkeiten mit auf die Couch. Sie werden gar nicht glauben, wie viele unnütze Kalorien man dabei zu sich nimmt. Und das wirkt sich dann natürlich negativ auf unser Körpergewicht aus. Also am besten weg mit diesen Snacks, zwischendurch und ganz besonders am Abend. Ebenso hilfreich bei der Gewichtsabnahme ist es, wenn man auf die täglichen Kuchen und Kekse zum Kaffee und auf die süßen Nachspeisen zum Mittag verzichtet. Viele Kalorien können damit eingespart werden. Und ich selbst versuche zudem, nicht aus Langeweile zu essen, sondern nur, wenn ich wirklich Hunger habe. Und wer darüber hinaus langsam und achtsam isst, der wird sich viele Kalorien ersparen, weil er sie nicht aufnehmen wird und nicht braucht. Wie schön ist es, wenn wir unser Essen wirklich genießen, wenn wir achtsam essen und vor allem, wenn wir uns nicht überessen. Im Zusammenhang mit dem Überessen lautet ein hilfreiches Prinzip aus Japan: Hara Hachi Bu. Das bedeutet, man isst sich bei einer Mahlzeit nur zu 80% satt. Und wer sich demnach nur zu 80% voll ist und zwischen den Mahlzeiten die Snacks vermeidet, der hat damit die beste Basis gelegt, nicht weiter zuzunehmen. Und das wäre doch für alle Menschen sehr wünschenswert. Ein drittes: Dass das Abnehmen auch wirklich gelingt, dazu empfehle ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei meinen Fastenkursen Folgendes. Ich sage den Leuten immer wieder: Bitte geben Sie alle Süßigkeiten aus Ihrem Haushalt, aus Ihrem Wohnbereich weg. Enthalten Sie sich für 3 Wochen aller Lebensmittel, die Zucker enthalten. Und schenken Sie gleich am besten am Beginn Ihrer Fastenzeit alles an Lebensmitteln mit Zucker oder mit Schokolade anderen, damit sie diese nicht zu sich nehmen. Verzichten Sie eben für eine kurze Zeit, in der Regel sind es 3 Wochen,
auf Kekse, auf Schnitten, auf Süßes, auf Salzgebäck, auf Trockenfrüchte und alles andere Süße mit raffiniertem Zucker. Und ich garantiere Ihnen, wer Zucker für eine gewisse Zeit vermeidet, vielleicht nur für 3 Wochen, der wird hundertprozentig und ganz gewiss an Gewicht verlieren. Eine vierte echte praktische Hilfe beim Abnehmen ist, dass man den Stoffwechsel beschleunigt. Wie geht das? Es ist eigentlich ganz einfach, den Stoffwechsel zu beschleunigen. Der praktische Arzt Dr. Jarvis gibt in seinem Buch 5x20 Jahre Leben folgenden Hinweis und folgenden Ratschlag. Er sagt, geben Sie jedem Glas Wasser, das Sie trinken, 2 Teelöffel Bio-Apfelessig hinzu oder den Saft einer ausgepressten Zitrone. Und Dr. Jarvis schreibt dazu in seinem Buch, ich zitiere, Tag für Tag befolgt, erweist sich diese Entfettungskur mit Apfelessig als die denkbar einfachste und zugleich effizienteste Methode und wirksamste Methode. Was hilft durch den Apfelessig darüber hinaus noch? Der Kaliumgehalt im Apfelessig und der Kaliumgehalt in der Zitrone regt den Stoffwechsel an und hilft daher beim Abnehmen. Und viele Teilnehmerinnen bei meinen Fastenkursen haben das ausprobiert. Sie haben das angewandt und sie haben wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Ein Glas Wasser mit 2 Teelöffel Bio-Apfelessig oder frischen Zitronensaft zwischendurch, verringert zudem auch das Hungergefühl beim Fasten und man hat einfach weniger Appetit und weniger Hunger. Und ein letzter, fünfter, ganz wichtiger Hinweis zum Abnehmen. Es ist wichtig, ausreichend Bewegung zu machen. Bewegung hilft auch beim Stoffwechsel und hilft beim Abnehmen. Ein mir bekannter Pfarrer aus Oberösterreich hat in einem Jahr sein Körpergewicht von 175 Kilogramm auf 75 Kilogramm reduziert. Und was war das Geheimnis dieser unglaublichen Leistung? Das Geheimnis war, er hat begonnen, sich zu bewegen. Zuerst mit einfachem, langsamen Gehen, dann immer etwas schneller, dann Laufen, aber Bewegung und wiederum Bewegung. Darüber hinaus hat er seine Ernährungsweise umgestellt und hat sich vernünftig ernährt und damit hat er dieses tolle Ergebnis erreichen können und dieses Ziel erreicht. So wünsche ich auch Ihnen allen viel Erfolg beim Abnehmen und ich würde mich über Ihre persönlichen Erfahrungen und über Rückmeldungen freuen, die Sie mit diesen 5 Hinweisen machen. Dann bis zur nächsten Woche. Liebe Seherinnen und Seher, wenn Sie medizinische Fragen zum Fasten haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. Sehr motivierend ist auch das gemeinsame Fasten in einer Fastengruppe. Vielleicht finden Sie in Ihrer Umgebung eine Möglichkeit dazu. Fasten Sie in Gemeinschaft und nicht alleine. Und wenn Sie die hier folgenden wöchentlichen Fastenimpulse vertiefen wollen, dann bestellen Sie bitte bei uns im Evangelischen Pfarramt in Gröbming die kostenlose Praxisbroschüre Fit durchs Leben, durch gesunde Ernährung, Fasten und Beten.